Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero. Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe von Fuck! Wie warst du früher in der Schule? Ich war natürlich immer nett, freundlich, zuvorkommend, intelligent, aufschlussreich, wissensgierig und anwesend, körperlich. Aber an sich war ich halt so ein typischer Durchschnittsschüler halt. Ein paar Zweien, ein paar Dreien und nicht viel gelernt, aber auch an sich mal die Fresse gehalten im Unterricht und ein bisschen aufgepasst. Es ist halt, das ist auch eigentlich der Trick in der Schule. Ihr braucht nicht lernen, wenn ihr einfach dran bleibt, wenn ihr einfach im Unterricht mal aufpasst. Ihr werdet es nicht glauben, aber die Lehrer, die erzählen wirklich Sachen, die dann auch in Tests drankommen. Da braucht man gar nicht lernen. Das ist krass. Was hältst du von Mann gegen Frau Matches? Denkst du, dass es sexistisch ist oder steht für dich der Unterhaltungsstandpunkt im Vordergrund? Wo wären für dich die Grenzen? Zum Beispiel ein Handicap-Match, eine Frau gegen zwei Männer? Ja, und sie schreien die doch immer nach Gleichberechtigung. Nee, dann ist doch sowas auch möglich, oder nicht? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es sexistisch ist, einen Mann gegen eine Frau zu setzen. Ich würde eher sagen, dass es sexistisch ist, eine Frau nicht gegen einen Mann zu setzen, oder? Aber da es im Wrestling sowieso keine Gewichtsklassen an sich gibt, könnte man ja auch sagen, warum muss ein Kalisto gegen einen Big Show antreten? Das wäre ja dann die gleiche Variation, dass, keine Ahnung, Sasha Banks gegen Baron Corbin antritt. Und ihr braucht mir nicht erzählen, dass es Nia Jax nicht schaffen würde, gegen Heath Slater zu gewinnen. Aber an sich ist es mir eigentlich egal. Die Frauen können untereinander wrestlen und die Männer untereinander. Und dann ist es auch okay. Wann kommt deine eigene Wrestling-Figur? Ein Zuschauer hat mir mal auf Twitter dieses Bild geschickt. Also theoretisch gibt's die schon. Jetzt müsste es nur noch einen geben, der die auch wirklich bastelt. Welcher von den current WWE-Superstars wärst du? Also ich denke mal Tyler Breeze. Mit welchem WWE-Superstar würdest du gerne ins Bett steigen? Da wir ja seit den Bella Twins wissen, dass Talent nicht sexuell übertragbar ist, würde ich wahrscheinlich mit gar keinem WWE-Superstar ins Bett steigen. Oder vielleicht Finn Balor. Der Typ ist echt hübsch. Hast du den Hardcore-Championship? Nee, aber gleich. Kann deine Freundin dich mal bitte als WWE-Diva schminken mit Perücke und Outfit? Es bedarf doch eigentlich nur eine blonde Perücke, eine Warze, zack, fertig, Charlotte. McDonald's oder Burger King? Es ist halt echt ein bisschen schwierig, weil bei Burger King gibt es bessere Pommes. Bei McDonald's gibt es bessere Shakes. Da das ja nun mal zwei Sachen sind, die ich gerne in meinem Menü drin haben wollen würde, macht es das schon mal echt schwierig. Aber an sich kann ich nur sagen, lasst es. Beides ist scheiße. Da fahre ich lieber zu Subway. Das kostet zwar einen Haufen Geld, aber Mc's kostet eigentlich auch einen Haufen Geld. Deshalb Subway. Können wir mal zusammen tanzen? Ja klar, können wir machen. In 3, 2, 1. Was ist deine Lieblings-Yu-Gi-Oh-Karte? Also ich würde sagen, der schwarze Magier, weil ich habe da ein paar Karten von dezent. Ein paar schwarze Magier. Würdest du dir 1 Million Euro schnappen und dafür nie wieder WWE schauen? Das ist halt eigentlich auch so eine Grundfrage, oder? Ob man Geld nehmen würde und dafür aber keinen Spaß mehr im Leben hat? Oder ob man lieber Spaß hat mit wenig Geld? Also, das ist halt schwierig. Natürlich wäre 1 Million geil, aber wenn ich kein WWE mehr gucken könnte, dann würde ich mich wahrscheinlich innerhalb von 2 Wochen umbringen oder so, weil es einfach viel zu trostlos wäre, das Leben. Welches Haustier würdest du dir zulegen? Ja, ich habe mir hier vor kurzem sowas geholt hier, sowas kleines, lautes, so nervendes, ach, wie heißt es? Freundin. Kannst du bitte mal Martin von KS Freak nachmachen? Okay, das mache ich aber nur, wenn dieses Video hier 10.000 Likes hat. Bist du dieses Jahr auf der Gamescom zu finden? Ja, ich werde von Mittwoch bis Freitag da sein, am Samstag bin ich noch auf den Videodays. Falls ihr mich da also irgendwo seht, sprecht mich gerne an, ich habe Autogrammkarten dabei. Jeder, der mich findet, kriegt eine. Also eine Autogrammkarte. Kannst du mal deinen Bruder schlagen? Jetzt aussieht. Falls ihr auch Fragen für dieses Format habt, schreibt mir die doch gerne mal unter dieses Video hier in die Kommentare. Und dann kann ich die nämlich genau daraus nehmen. Falls ihr Fragen habt, die ein bisschen mehr Zeit zu beantworten brauchen und, ja, keine Ahnung, irgendwas, was nicht so lustig sein soll, dann kommt mal bei meinen Twitch-Streams vorbei. Da labern wir nämlich die ganze Zeit nur über Wrestling. Natürlich, was soll ich sonst machen? Und da könnt ihr dann nämlich auch im Chat Fragen stellen, auf die ich dann halt ein bisschen besser eingehen kann. Ansonsten gebt dem Video noch einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und abonniere noch kostenlos den Kanal. Check alle Links in der Infobeschreibung und dann war es das erstmal für heute. Hau rein, bis zum nächsten Mal und ciao.